Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder. Tja, Toxitori, das ist der neue Stern am Heavy Metal Himmel. Ja, Spaß beiseite. Das ist der Name unserer Band. Wie ihr ja wisst, haben wir die Band gegründet und wir haben jetzt einen neuen Bandnamen, Toxitori. Ja, wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Also, wir hatten ja sehr viele Ideen, sehr viele Namen, die wir. Vorschläge von Namen hatten wir, da haben wir das alles aufgeschrieben und uns überlegt, was sollen wir nehmen, und die Entscheidung ist uns sehr schwierig gefallen. Es hat mehrere Kandidaten gegeben, also Namen, die uns sehr gefallen haben. Aber am Schluss haben wir uns dann doch einstimmig für diesen Namen Toxitori entschieden. Warum? Weil er ist einfach einprägsam, kurz, relativ kurz, nicht so schwierig zum Aussprechen und relativ einprägsam. Und ja, passt auch irgendwie gut zum Sound, den wir machen. Und ist eigentlich eine Abkürzung, ein Wortspiel aus Toxic und Territory. Toxitori, das ist sozusagen wie ein Wortspiel, das haben wir. Ja, der Name existiert schon etwas länger. Ich war bei unserer vorherigen Band schon mal im Gespräch gewesen, wurde dann aber nicht verwendet. Und den haben wir jetzt so quasi wieder ausgegraben, also wieder vorgeschlagen. Am Schluss waren also alle dafür. Wir haben uns die Sache mit dem Bandnamen relativ viel Zeit dafür genommen und das immer wieder auf die Seite gelegt und dann wird später wieder mal drüber gesprochen und irgendwann haben wir uns dann eben so entschieden. Tja, vielleicht zur Band. Wie ihr ja wisst, sind wir zu viert. Wir sind ja hier in der Region Bodensee, also in der Nähe von Rorschach, haben wir unseren Proberaum und dort proben wir ja jede Woche. Und wir sind hier, wie gesagt, zu viert. Vielleicht kurz mal ansprechen, die Biografie der einzelnen Mitglieder. Also Biografie ist etwas viel zu viel gesagt. Ich sage mal einfach kurz, der Sänger und Gitarrist, das ist Nils. Er hat auch schon einige Erfahrungen in Bands und so. Und also er spielt eben, wie gesagt, Gitarre und singt gleichzeitig. Und hat ja vorher in einer Band gespielt. Dort hat es dann nicht so richtig funktioniert, weil die eher etwas moderner spielen wollten und er wollte eben mehr so im Thrash-Bereich spielen, in so einem Heavy- und Thrash-Bereich, so Metallica, Megadeth und so. Und darum hat es dann auch nicht geklappt und darum hat er dann auch wieder jemand gesucht, um wieder eine neue Band aufzubauen. Das ist seine Geschichte und dann meine Geschichte und diese von meinem Gitarristenkollegen kennt ihr ja, da habe ich ja schon öfter darüber gesprochen. Wir haben ja vor schon fast ein Jahr jetzt bald her eine Band gegründet, zu zweit, und dann am Schluss waren wir komplett zu fünft und dann ist ja alles auseinandergebrochen wegen Finanzen, wegen dem Programm und so weiter, muss ich hier nochmal alles erzählen. Ja, und dann haben wir ja eben auch wieder jemand gesucht, auch also jemand gesucht, um eine Band gründen, und dann sind wir dann via Facebook dann eben auf Nils gestoßen. Dann waren wir ja schon zu dritt, Nils an der Gitarre Gesang, Markus an der Gitarre und ich am Bass, ja. Und dann haben wir noch einen Schlagzeuger gesucht, den haben wir dann auch zufällig via Facebook auch gefunden. Und der kommt aus dem Kanton Thurgau, also ja, aus der Nähe von Frauenfeld. Und den haben wir dann ein paar Mal eingeladen und dann haben wir uns für ihn entschieden und ihm hat es auch gefallen, bei uns mitzumachen und so. Und somit waren wir dann komplett, haben dann weitergespielt, viele Songs geschrieben und so und die Songs arrangiert und so. Das ist auch nicht immer ganz einfach, muss auch passen und so. Und ja, und jetzt haben wir schon, ich würde jetzt mal sagen, also ja, vier, fünf, ich würde mal sechs fertige Songs. Vielleicht nicht komplett fertig, aber man kann sagen, auf sehr gutem Weg. Und dann das Ziel sind in etwa 10 bis 15 Songs. Das ist dann das Ziel, das mittelfristige Ziel, dass man auch auftreten kann. Wobei wir können auch mit sechs, sieben Songs schon auftreten, weil die Songs sind relativ lange, also 5 bis 6 Minuten so ungefähr im Schnitt. Und da können wir live als Vorgruppe gut auftreten. Ja, in einem Restaurant, in einem Pub, so einen Auftritt den ganzen Abend, das ist dann eine andere Geschichte, das wäre dann etwas schwieriger. Aber so als Vorgruppe von irgendjemand in einem kleinen Rahmen, so, das würde schon gehen. Tja, also sind wir komplett, neuen Namen haben wir und jetzt fleißig Songs schreiben und dann natürlich auftreten und dann später dann natürlich die ganze Sachen aufnehmen, die Songs, und Vinyl, am besten natürlich Vinyl veröffentlichen, Schallplatten, und diese versuchen unter die Leute zu bringen. Aber das ist dann ein weiteres Kapitel, über das man wieder einen Film, ein Video machen könnte.
Ja, und ja, warum machen wir das überhaupt? Also dieser ganze Aufwand und so, weil wir arbeiten ja alle noch nebenbei, haben ja in den festen 100% Jobs, sage ich mal, und machen das neben der Arbeit, man ist ja manchmal auch müde am Abend und mag nicht mehr so richtig und so. Warum machen wir das überhaupt? Einfach weil es uns Spaß macht, sagen wir so. Die Musik zu konsumieren, zu hören, das ist ja auch okay, das ist auch cool und so, macht Spaß und so, aber Musik zu machen ist wieder eine ganz andere. Ein ganz anderes Kapitel, eine ganz andere Schiene, weil dort musst du aktiv sein, du kannst dich einfach hinsetzen und die Musik auf dich wirken lassen, du musst wirklich aktiv sein, du musst dabei sein, du musst üben vor allem, du musst üben, 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 bis das Ganze passt und so, und das ist eine richtige Herausforderung, und aber wenn es dann am Schluss passt und die ganze Band spielt den gleichen Song perfekt zusammen, dann ist das ein geiles Glücksgefühl, wirklich. Aber das kann ich habe über dieses Thema ja auch schon öfters gesprochen hier. Und das kann ich, wie gesagt, nur jedem weiterempfehlen. Natürlich sind nicht immer alle gleich begabt und so, aber ich bin jetzt auch nicht der Talentierteste, aber trotzdem, es ist natürlich auch eine wichtige, eine Einstellungssache. Da bin ich wirklich seriös, ernsthaft daran interessiert, vorwärts zu kommen, und dann klappt es auch, wenn man nicht der nächste Jimi Hendrix ist, sage ich jetzt mal, ja. Das zu diesem Thema, ja. Darum machen wir das einfach, es macht einfach Spaß und so, und es ist eine coole Erfahrung, und wie es dann weitergeht, weiß man ja nie im Leben, wie sich diese Sache dann weiterentwickelt und so. Es kann ja auch wieder mal Probleme geben, ist leider immer so, in einer Band kann es immer mal Probleme geben, irgendwie, man ist sich nicht einig, welchen Song man spielen soll oder wo soll man auftreten, der eine möchte lieber das, der andere möchte ein Outfit haben, mehr in diese Richtung, der andere mehr in diese Richtung, ein Bühnenoutfit meine ich jetzt natürlich. Der andere möchte ja vielleicht, dass man sich jetzt im Metal-Bereich naheliegend sich schminkt oder Masken anzieht oder was auch immer. Die anderen möchten, dass man gar nichts macht. Und eben, und. Da gibt es viele kleine Sachen, die eine Rolle spielen, weil, und das ist nicht ganz einfach und so, aber da muss man einfach einen Kompromiss finden. Da muss auch jeder muss kompromissbereit sein. Einmal muss der eine einen Kompromiss ein bisschen nachgeben und sagen, okay, mir gefällt dieser Song jetzt nicht so, aber was soll sie spielen ihn trotzdem, vor allem live natürlich spielen wir ihn. Und dann das nächste Mal sagt der andere, ja, mir gefällt es nicht so gut dorthin gehen, um zu spielen, aber im Sinne des Ganzen mache ich da jetzt mit und so, ja, und ist das okay, ja. Einfach, jeder muss einfach ein bisschen nachgeben und niemand kann hier sein eigenes Ego-Ding durchziehen und sagen, Jungs, ich möchte das und das und das wird jetzt gemacht und fertig. Also das geht natürlich nicht, also, weil dann sind natürlich die anderen wütend, ist ja klar, das gefällt natürlich den anderen Mitgliedern nicht, wenn einer hier den Diktator spielt und so, der sagt, das ist gut, das ist scheiße, das ist gut, das ist scheiße. Und am Schluss bleibt nur das übrig, was er will. Also das geht natürlich nicht. Oder? Aber das ist ja bei uns nicht so, und ich hoffe, dass es das auch so bleibt, wie es ist. Weil wenn es Streitpunkte gibt, dann kann man darüber sprechen und eine Lösung finden. Wenn man keine Lösung findet, kann man darüber abstimmen. Und dann entscheidet dann einfach die Mehrheit 3 zu 1. Oder wenn es ein Patt gibt, 2 gegen 2, dann kann man einfach sagen, okay, wir sind uns hier nicht einig, wir verschieben das Ganze nochmal. Oder ich sage jetzt mal, diesen Song nehmen wir nicht auf in unser Programm, aber wir nehmen ihn auf als Reserve, sozusagen im Konzert, mal als Zugabe oder als Füller, so, als Lückenfüller, so nehmen wir ihn auf und so. Und da gibt es immer einen Kompromiss, oder? Es gibt immer eine Lösung. Ja. Und das, ja. Das ist einfach wichtig, dass man da zusammenhält, dass man eine Einheit ist, fast wie eine Familie, ja. Muss einfach eine Einheit sein. Und dann klappt es auch. Und dann, das Publikum spürt das ja auch. Das Publikum spürt, wenn etwas in der Band nicht stimmt und so, oder wenn da einige Musiker gefrustet sind, das spürt doch das Publikum, ja. Auch wenn der Sound gut gespielt wird, aber das fühlst du einfach, oder? Du siehst auch die Leute auf der Bühne, haben sie Spaß daran oder macht sie es gerne, oder? Oder ist das einfach ein Pflichtprogramm, das sie runterspulen und fertig? Ja, das merkt natürlich das Publikum. Tja, was gibt es sonst noch zu sagen über uns? Wie gesagt, Toxitori heißen wir, und wir möchten jetzt einfach die ganze Metal-Welt mal erobern. Ja, nein, das ist noch Spaß. Wir möchten uns einfach gute Songs schreiben und die dann auch live auftreten und die Songs schreiben, die uns gefallen. Und natürlich auch, sollen sie auch dem Publikum gefallen, das ist natürlich klar. Und wir haben nicht nur so knallharte Songs, wir haben natürlich, zum Beispiel haben wir auch eine Ballade dabei, richtig ein, man könnte sagen, ein Liebeslied, ja, wirklich ein toller Song, wirklich, aber halt eben kein verzerrte Gitarre, sondern eben eine Ballade halt, wirklich eine wunderschöne Ballade, ganz wunderschöne Melodie, und
kommt ehrlich gut rüber mit den Gitarren, mit der Stimme von Nils und so. Und das ist echt ein geiler Song, der auch Leuten gefallen wird, die jetzt nicht so auf Metal stehen. Ja, die jetzt lieber so Pop-Rock oder was auch immer hören. Wie gesagt, wir wollen immer wir wollen ein bisschen variabel sein. Wir wollen nicht nur alles gleich spielen, dass sich am Schluss alles gleich anhört. Ja. Auch wenn für uns das sich vielleicht nicht gleich anhört, wir haben das Gefühl, ja, es sind 10 verschiedene Songs, aber fürs Publikum entsteht vielleicht schnell der Eindruck, ja, das hört sich alles gleich an. Ja. Darum wollen wir immer ein bisschen Variabilität einbringen. Also mal eine Ballade, mal ein schneller Song, dann wieder mal ein Mitteltempo-Song, ein langsamer Song, dann wieder ein härterer Song, ein schneller Song und so. Ein bisschen eine Abwechslung hier. Aber trotzdem muss es natürlich unser Stil erkennbar sein. Der Zuhörer muss sehen, muss den Song hören, ah, das ist klar, das ist Toxitore, ja. Das ist natürlich schon klar, oder? Aber das eine schließt das andere nicht aus. Das ist ganz wichtig. Tja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, wenn ihr noch Dinge sehen wollt von uns, Bilder oder Videos oder die Musik selber, dann könnt ihr natürlich das auf Facebook tun. Dort auf Facebook gehen und dann Toxitore oben eingeben, Toxitore Band oder so, und dann kommen wir dann schon. Dort haben wir ein kurzes Video veröffentlicht, also nur ein kurzer Ausschnitt natürlich, aber man sieht dann schon ungefähr, was wir so spielen. Oder ihr könnt auch bei Facebook auf mein Profil gehen. Dort unter meinem Namen Sascha Kobler, dort seht ihr auch ein Video, das ich gepostet habe von unserer Band. Und auch Fotos natürlich und so solche Sachen über uns. Einfach Sachen über uns, aber am besten auf Toxitore gehen auf Facebook und dann seht ihr was. Und eine Homepage werden wir natürlich auch noch machen, da sind wir jetzt daran, das ist noch nicht ganz fertig, die ist einfach toxitore.ch. Aber die Domain haben wir schon, aber die Homepage ist noch nicht fertig erstellt. Also das kommt alles noch, ja. Da können wir dann auch alles bekannt geben, irgendwelche Neuigkeiten oder Auftritte, die wir vorhaben und sonstige Pläne und und. Ja, das war's von mir. Ich wollte einfach euch mal auf den neuesten Stand mal ein bisschen bringen, wie es so aussieht. Vielleicht interessiert es euch nicht und wenn nicht, dann ist es auch okay, oder? Ich werde dann einfach später wieder mal ein Video veröffentlichen und wenn es wieder mal was Neues gibt, ja, wer weiß, neue Songs oder Auftritte oder was auch immer, oder? Auf jeden Fall, wenn es was Neues gibt über uns, egal ob wichtig oder nicht, dann werde ich es euch sicher wissen lassen. Also, das war's von mir und wenn noch Fragen sind oder so, einfach schreiben oder Anregungen, einfach schreiben. Okay, vielen Dank und macht's gut und bis bald.